Willkommen zu einem neuen Teil digitaler Signalverarbeitung auf FPGAs. Heute geht es um Interpolation, das heißt den Teil von unserem Kapitel Interpolation, das den Namen gegeben hat. Und bei Interpolation geht es darum, wie wir zwischen einzelnen Datenpunkten neue Werte finden. Und wir gucken uns erstmal eine ganz einfache Sequenz an, x von n. Und sieht schon hier so aus, als ob das ein bisschen spärlich abgetastet wäre. Und um jetzt mehr Werte zu bekommen, um höher abzutasten, ist eine der einfachsten Möglichkeiten, Nullen zu ergänzen. Das nennt man auch Zero Stuffing. Das heißt, wenn ich die Abtastrate um den Faktor i erhöhen möchte, dann muss ich zwischen zwei Samples jeweils i minus 1 Nullen ergänzen. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man das nicht verwechselt mit Zero Padding. Das hatten wir bei der DFT und da wurde hinten oder vorne Nullen angehängt, um eine bestimmte Länge meiner DFT-Sequenz zu bekommen. Und hier machen wir Zero Stuffing, das heißt, wir stopfen Nullen dazwischen. Das kann jetzt natürlich noch nicht alles sein, weil klar, jetzt nur ein paar Nullen dazwischen zu stopfen, das macht jetzt noch kein wirklich gutes Signal. Und deshalb folgt jetzt noch die eigentliche Interpolation, nämlich die Berechnung auf irgendeine Methode von Zwischenwerten durch ein digitales Tiefpassfilter. Das heißt, das kann man sich so überlegen, das ist wie ein kleines Rechenwerk, was jetzt zwischen zwei Werten, abhängig von einem mehr oder weniger großen Teil der Vorgeschichte, uns mehr oder weniger gut geeignete Zwischenwerte berechnet. Was dabei passiert, bei diesem Zero-Stuffing hier, muss man ein bisschen aufpassen, die Spektralkomponenten gehen dabei runter. Das heißt, wenn ich mir vorher jetzt einen Sinuston angeguckt habe, dann sehe ich nach dem Zero-Stuffing, dass die Amplitude dieses Sinustons um den Faktor i reduziert worden ist. Das ist aber im Allgemeinen kein Problem. Diesen Verstärkungsverlust, den kann man normalerweise leicht kompensieren und das passiert meistens schon in dem Interpolationsfilter. Kleiner Exkurs in die Mathematik. In der Mathematik nennt man Interpolation eine Art der Approximation oder Näherung. Und zwar haben wir bestimmte Stützstellen und diese Stützstellen werden durch eine Interpolationsfunktion exakt wiedergegeben und dazwischen zumindest näherungsweise. Und wenn man sagt, die werden näherungsweise wiedergegeben, dann setzt das natürlich voraus, dass wir unsere Originalfunktionen kennen. Das tun wir aber oft nicht. Und dann kann man nur schauen, dass man eine mehr oder weniger sinnvolle Näherung dazwischen findet. Und wie man die jetzt findet, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Das ist ein Thema, da steigen wir auch gar nicht groß ein hier. Man kann sich das im Spektrum angucken, im Zeitbereich, über die Ableitung. Da gibt es ganz viele Methoden, die alle bestimmte Vor- und Nachteile haben. Aber wie gesagt, so genau gucken wir uns das hier nicht an. In der digitalen Signalverarbeitung kann das jetzt heißen, dass wir nicht beliebige Werte zwischen unseren Stützstellen bestimmen, sondern nur halt bestimmte zusätzliche diskrete Werte. Und das heißt für uns, dass normalerweise diese zusätzlichen Werte auch gleiche Abstände haben. Wir beschäftigen uns hier nur mit äquidistanter Abtastung, das heißt, die Abstände zwischen unseren Abtastpunkten müssen gleich sein, sonst wird die Mathematik extrem kompliziert. Dann gibt es noch einen weiteren Begriff Rekonstruktion, der in diesem Zusammenhang verwendet wird. Und der geht jetzt wirklich davon aus, dass man eine ursprüngliche Funktion, und gemeint ist in der digitalen Signalverarbeitung normalerweise die analoge Funktion, dass man die rekonstruieren, also wiederherstellen kann. Und das ist etwas, was im Zusammenhang mit der Digital-Analog-Wandlung verwendet wird. Image-Unterdrückung ist auch das gleiche wieder von einem anderen Blickwinkel betrachtet, und zwar von dem Blickwinkel der Frequenzebene aus. Das schauen wir uns gleich noch genauer an. Beim Nullenstopfen und generell bei der Erhöhung der Abtastrate werden wir sehen, dass unser Basisband größer wird. Ist ja klar, wenn die Abtastrate fs größer wird, dann wird unser Basisband fs halber natürlich auch größer.
Und wir werden sehen, dass beim Erhöhen dieser Abtastrate normalerweise jetzt neue Komponenten im Basisband auftauchen, die vorher vielleicht Wiederholspektren waren oder gar nicht da waren. Und diese zusätzlichen Komponenten im Basisband, die stören unser ursprüngliches Signal und die müssen wir unterdrücken. Das heißt, Image-Unterdrückung ist auch eine Betrachtung von Interpolation, die sagt, du musst jetzt alles entfernen aus deinem neuen Basisband, was da nicht hineingehört. Und das macht man auch durch irgendeine Art von Filterung. Das heißt, Image-Unterdrückung ist eigentlich das gleiche wie Interpolation, nur mit anderen Randbedingungen und im Frequenzbereich betrachtet. Perfekte Interpolation ist jetzt ein Spezialfall, das ist das, was wir natürlich anstreben. Und das heißt, dass wir alle Images unterdrücken. Das heißt, alles das, was außerhalb von unserem alten Basisband liegt. Und das alte Basisband soll aber unverändert bleiben. Und das führt halt dazu, dass unser ursprüngliches Signal perfekt rekonstruiert wird. Und da würde sich jetzt dann der Kreis schließen zum Thema Rekonstruktion. Vielleicht gucken Sie es am Ende von dem Abschnitt nochmal an. Diese ganzen Begriffe bezeichnen ähnliche Vorgänge, nur mit einem anderen Blickwinkel quasi betrachtet. Schauen wir uns nochmal nebeneinander betrachtet, Zeitbereich, Frequenzbereich an, was da passiert. Unser Ursprungssignal, spärlich abgetastet, hat das Basisband von 0 bis 1,5 FS1. Und um FS1 wiederholt, finden wir dann unsere Wiederholspektren. Jetzt mache ich, wie vorhin beschrieben, ein Upsampling um den Faktor i, indem ich i minus 1 Nullen hier zwischen einfüge. Dann sieht mein Zeitsignal so aus. Und mein Frequenzsignal, also mein Signal im Frequenzbereich, sieht jetzt so aus. Ich habe hier so schematisch die Amplituden meiner Bänder reduziert. Und hier haben Sie vielleicht auch eine Erklärung dafür, warum sich diese Amplituden reduzieren. In dem Fall habe ich nämlich jetzt nur Spektren gehabt von 0 bis FS1 halbe. Jetzt habe ich richtige, echte Spektren von 0 bis FS2 halbe. Und FS2 halbe ist zweimal FS1 halbe, das heißt in diesem Fall, dreimal FS1 halbe. Das heißt, hier in diesem Fall ist mein Basisband jetzt dreimal so breit, wie es vorher war. Und da ich ja hier drüber integrieren muss, um meine Gesamtenergie zu bekommen, sollte jetzt das gleiche rauskommen wie hier, da ich ja hier bloß Nullen dazwischen gestopft habe. Ich habe ja sonst im Zeitbereich eigentlich nichts geändert. Das heißt, wenn ich im Zeitbereich hier drüber mein Integral bilde, über das Quadrat meiner Folge, dann muss die gleiche Energie oder Leistung rauskommen wie bei meiner Ursprungsfolge. Und nach Parsifal muss das im Frequenzbereich auch so sein. Von daher kann ich mir leicht überlegen, wenn das Basisband jetzt breiter wird, dann müssen die einzelnen Frequenzkomponenten niedriger werden, damit sich insgesamt an meiner Gesamtleistung oder Energie nichts ändert. Jetzt versuche ich mehr oder weniger intelligente Zwischenwerte zu finden. Und bei diesem Schritt gleiche ich auch noch meine Amplitudenreduktion aus. Im Zeitbereich sieht das dann jetzt so aus, mehr oder weniger glatt. Und im Frequenzbereich sollte, wenn ich alles richtig gemacht habe, mein Basisband genauso aussehen wie vorher. Das heißt, der Bereich ist jetzt leergeräumt. Das wäre dann das, was wir perfekte Interpolation nennen. Mein ursprüngliches Basisbandspektrum ist unverändert und der Rest meines neuen Basisbands ist leergeräumt. Was man jetzt hier nicht sieht, dass natürlich jetzt hier bei FS2 auch ein Wiederholspektrum kommt. Das ist ja nach wie vor ein abgetastetes Signal. Das heißt, ich habe auch hier Wiederholspektren, aber die sind natürlich jetzt weiter auseinander, weil meine Abtastfrequenz FS2 ja dreimal so hoch ist wie FS1. Hier sehen wir nochmal das Blockschaltbild zu dieser obigen Sequenz. Erst erhöhe ich per Upsampling und Zero Stuffing meine Abtastrate um den Faktor i. Dann habe ich dieses Zeitsignal und das dazugehörige Spektrum. Dann erhöhe ich meine Amplitude, meine Verstärkung um Faktor i, um diese Dämpfung hier auszugleichen.
Und ein digitales Tiefpassfilter sorgt jetzt dafür, dass dieses Image hier entfernt wird. Und das sehe ich im Zeitbereich dadurch, dass meine Zwischenwerte jetzt passend aufgefüllt werden. Schauen wir uns nochmal an, wie man die Interpolation noch durchführen könnte. Und zwar hat mir, zwingt mich keiner dazu, die Zwischenwerte durch Nullen zu generieren. Ich könnte ja, und das geht hardwaremäßig genauso einfach, meinen letzten Wert einfach wiederholen. Das sieht dann so aus. Das entspricht jetzt von der Signalverarbeitungstheorie, entspricht das dem gleichen, als ob ich jetzt erst Zero Stuffing mache und danach das Ganze in ein Moving Average Filter reinstopfe, was genau jetzt hier die Länge 3 hat. Da wird nämlich dieser Wert zweimal nochmal wiederholt und dann ist mein Eingangswert durchgeschoben, dann kommt der neue, der wird auch zweimal wiederholt und so weiter. Und das heißt jetzt wieder signaltheoretisch, dass ich Zero Stuffing mache und danach mit so einer digitalen Rechteckfunktion das Ganze falte. Wie gesagt, mache ich natürlich nicht, so kompliziert mache ich das gar nicht, sondern in der Hardware wiederhole ich einfach diesen Wert noch zweimal in diesem Fall. Aber man kann sich das theoretisch so betrachten. Das hilft mir nämlich, mir zu überlegen, wie das Spektrum von diesem Prozess aussieht. Beim Zero Stuffing war es ganz einfach. Da ändere ich eigentlich nichts an meinem Signal, außer dass ich die Abtastrate erhöhe. Und dementsprechend passiert da nichts weiter, außer dass mein Basisband jetzt größer wird. Das Wiederholen von einzelnen Werten führt jetzt dazu, dass ich quasi mit meinem Zero Stuffing Signal eine Tiefpassfilterung durchführe. Das sieht man jetzt hier, wo kann man so ein bisschen erahnen im Zeitbereich. Das ist jedenfalls ein bisschen ruhiger im Verglichen mit dem, was wir hier hatten. Das sieht jetzt noch hektischer aus mit Auf und Ab. Das heißt, das ist schon mal so ein bisschen grob gefiltert. Allerdings macht mir diese Filterung durch die Faltung dieser Rechteckfunktion, die macht mir jetzt den Frequenzgang von meinem Moving Average Filter, legt die quasi da drüber, über mein Zero gestufftes Signal. Das ist jetzt erstmal gar nicht so schlecht, weil man sieht, dieses Image, was ich unterdrücken will, das liegt jetzt genau hier, wo die erste Nullstelle von meinem Zero Order Hold Frequenzgang ist. Das heißt, diese Nullstelle, die hilft mir im Prinzip schon mal beim Unterdrücken von meinem Image. Da muss ich mit meinem nachgeschalteten Interpolationsfilter nicht mehr so viel Arbeit erledigen. Nachteilig ist allerdings, dass jetzt hier an dieser Ecke mein Zero Order Hold Funktion, mein Moving Average Tiefpassfilter, dass das schon so ein bisschen hier meine hohen Frequenzen beschneidet. Das heißt, Vorteil, Dämpfung der Images durch diese SI-Charakteristik. Nachteil, Dämpfung meines Nutzbands durch die SI-Charakteristik. Und das muss ich im Allgemeinen wieder gerade bügeln. Und das ist relativ rechenintensiv. Ich muss so einen Gegenfilter halt machen, was das hier so ein bisschen in den Ecken hochzieht. Deshalb macht man das normalerweise eher nicht. Man kann es manchmal machen, wenn man ein Signal hat, bei dem die Bandbreite relativ schmal ist. Das heißt, wenn ich ein Signal habe, was eine relativ geringere Bandbreite hat und das dann auf eine relativ hohe Abtastfrequenz bringe, dann ist es eigentlich mehr oder weniger egal, ob ich jetzt nur Zero Stuffing nehme oder ob ich hier den letzten Wert wiederhole. Dann würde ich vielleicht sogar diese Methode durch Wiederholung des letzten Wertes bevorzugen, weil ich halt hier schon eine bessere Unterdrückung meines Images bekomme. Im System Generator, Simulink, kann man das beispielsweise wählen. Da gibt es dann bei so Upsampling-Blöcken gibt es ein Kästchen, was man anklicken kann, wo drin steht Copy Samples. Dann machen wir genau das hier oder eben nicht Copy Samples. Man kann sich jetzt, wie gesagt, signaltheoretisch vorstellen, dass das so aussieht. Upsampling mit Zero Stuffing, dann mein Moving Average Filter der Länge I. Wichtig, dass es genau diese Länge hat halt. Und danach,
kommt jetzt noch ein digitaler Tiefpass, um den Rest von meinem Image auch noch zu unterdrücken. Was ich hier nicht brauche, ist die Korrektur meiner Amplituden. Das macht mein Moving Average Filter ja schon. Wir wissen, Moving Average Filter der Länge 3 hat bei DC und bei niedrigen Frequenzen eine Grundverstärkung von 3. Das heißt, der macht das dann automatisch mit. Aber wie gesagt, normalerweise verwenden wir einfach nur Zero Stuffing. Vergleichen wir nochmal diese beiden zueinander dualen Operationen, Dezimation und Interpolation. Bei der Dezimation ist mein Ziel, die Abtastrate zu verringern. Und die Gefahr bei der Dezimation ist, dass ich Spektralkomponenten dabei zurück ins Basisband falten kann. Aliasing. Das heißt, hier brauche ich auf jeden Fall ein digitales Anti-Aliasing-Tiefpassfilter vor dem Downsampling. Und dann habe ich diese Struktur. Digitales Tiefpassfilter, Reduktion meiner Abtastrate, indem ich R-1 von R-Samples wegwerfe und dann kommt meine dezimierte Sequenz dabei heraus. Bei der Interpolation erhöhe ich die Abtastrate durch Einfügen von Nullen, Zero Stuffing, und da mein Basisband breiter wird, bekomme ich jetzt spektrale Images in meinem neuen Basisband. Das heißt, das, was vorher einfache Wiederholspektren waren, werden jetzt Images, die sind tatsächlich vorhanden, die kann ich jetzt einzeln filtern, ich kann also mein Image unterdrücken und mein altes Basisband bestehen lassen. Und wenn ich jetzt besonders experimentierfreudig bin, könnte ich auch mein altes Basisband unterdrücken und mein Image stehen lassen. Da kommen sicherlich dann seltsame Effekte dabei heraus. Das heißt, hier bei der Interpolation muss ich zuerst die Abtastrate erhöhen und nach dem eigentlichen Upsampling muss ich dann noch ein digitales Filter hinterher schalten, was meine Images unterdrückt. Und das ist dann das Blockschaltbild, was wir vom letzten Folie schon kennen. Wie gesagt, das korrigiert mir noch die Signalleistung, die bei der Interpolation geringer geworden ist. Das war es auch schon zum Thema Interpolation. Im letzten Abschnitt von diesem Kapitel schauen wir uns noch an, was uns Oversampling eigentlich bei der DA-Wandlung bringt. Und diese Themen, Dezimation und Interpolation, greifen wir dann nochmal auf beim nächsten Kapitel, wo es ganz allgemein um Multiratensysteme und Abtastratenwandlung geht. Danke fürs Zuhören. Thank you.